Meinungsfreiheit. Dieses Video bezieht sich auf die Meinungsfreiheit, die in Artikel 5 Grundgesetz festgesetzt ist. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Yo Leute, der Kev ist mal wieder back am Start für euch. Heute mal mit einem etwas anderen Video. Kein Gameplay, kein Livestream. Heute geht's mal um ein Thema, was mich persönlich ziemlich aufregt und mich auch angefixt hat, dass ich dieses Video jetzt hier überhaupt mache. Ihr habt uns öfter schon gefragt, was wir von Ruin Reserve halten und von anderen YouTubern im Stream. Ruin Reserve war zum Beispiel vor 4 oder 5 Wochen mal bei uns im Stream kurzzeitig Thema. Ich habe meine Meinung dazu gesagt, wollte dazu aber kein Video machen, weil das nicht so unbedingt sein muss, weil jeder das eine macht. Aber jetzt ist auf jeden Fall ein Punkt erreicht, den ich so nicht akzeptieren kann. Worum es hierbei geht, zeige ich euch jetzt. Später werdet ihr nach euren Zahlungsdaten gefragt. Hierzu fragt ihr einfach eure Eltern oder geht auf gewisse Seiten, die ich jetzt hier aber nicht nennen darf. Falls einer von euch die Seiten kennt, von denen ich spreche, schreibt sie gern für die anderen in die Kommentare. Fettes Shoutout an Devo, der den Kanal ja angeblich führt und er die ganze Kohle da einsteckt, hat er sich einen neuen Kommentator besorgt und dieser neue Kommentator macht natürlich gleich noch eine Revolution auf dem Kanal. Von Fake-Gewinnspielen kommen sie jetzt zu Anstiften von Straftaten Jugendlicher. Finde ich ganz geil, dass ihr sowas macht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr erotisch und sehr, sehr sexy, dass ihr sowas hinkriegt. Also das muss schon gekonnt sein, so eine Dinger rauszukloppen. Kuss geht raus an euch. Wie soll es natürlich anders sein? Die jungen Abonnenten wollen natürlich ihren Idolen sehr nahe kommen und kommentieren natürlich prompt wie aufgefordert, wie diese Seite heißt oder wie diese Seiten heißen. Hier haben wir natürlich gleich mal ein paar Beispiele dafür, alles zensiert für euch, aber man sieht natürlich, Ruin Reserve muss diese Kommentare mit einem Herz versehen, damit sie natürlich ganz oben auftauchen, wie beispielsweise Liked, damit es alle sehen, oder Fake-Bankdaten gibt es auf Fake-It. Das finde ich ziemlich traurig, dass sowas überhaupt gefördert wird und auch davor schon aufgefordert wurde, dass sowas geschrieben wird, wie ich schon mal gesagt habe, sowas sollte gemeldet werden und genau deswegen zeige ich euch jetzt, wie man das auch meldet und ihr es hoffentlich auch tut. Ihr geht auf das Video, klickt auf Melden, auf gefährlich, potenziell schädliche Handlung, sucht eine Option aus, am besten die letzte und zwar gefährliche Handlung anderer Art und macht noch unten ein Häkchen rein, damit das Video gesperrt wird. Den Zeitstempel macht ihr auf 34, heißt also ihr pausiert das Video bei 34 Sekunden, macht am besten noch einen Kommentar rein, so wie ich, mit Anstiften Minderjähriger zu einer Straftat. Ja, so geht ihr bitte vor und meldet das Video, am besten den ganzen Kanal wegsperren, das wäre das Optimale, damit genau sowas nicht mehr passiert. So, warum ist das denn Anstiften zu einer Straftat, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ihr seid jetzt erst 8 Jahre alt und denkt euch, das ist doch nichts Schlimmes, das sind doch alles Fake-Daten. Ja Leute, da muss ich euch leider enttäuschen, das sind nicht Fake-Daten, da sind so viele echte Menschen drinne, da könnten genauso gut eure Eltern mit drinne stehen oder ihr selber, wenn ihr vielleicht sogar schon 18 seid, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil wer schon 18 ist, ist so intelligent oder sollte so intelligent sein und das nicht benutzen. Denn diese Seiten wie Fake-It benutzen echte Kontodaten, echte Personalausweisnummern. Ihr seht es selber, ich habe es auch in den Kommentaren immer wieder gesehen gehabt, wenn ihr euch mal die Kommentarsektion unter dem Video anguckt. Bei mir geht's nicht, dann schreibt der Nächste natürlich wieder, bei ihm geht's, dass man mehrere ausprobieren muss. Das liegt daran, dass entweder die nicht funktionieren, schon benutzt wurden und diejenigen das gemeldet haben oder die Bankdaten das selber mitbekommen haben oder schon gesperrt ist. Da werden keine zufälligen Namen generiert, das ist Bullshit. Es werden keine zufälligen Personalausweisnummern generiert, das ist Bullshit. Es werden keine zufälligen Kontodaten generiert, das ist genauso ein Bullshit hoch 10. Da stimmt gar nichts von der Seite. Das sind alles Real-Life-Daten. Ohne eine Real-Life-Personalausweisnummer beispielsweise funktioniert das nicht. Diese Nummern sind registriert. Du kannst ohne eine registrierte Nummer beispielsweise auf im PSN-Store dir nichts kaufen. Sag ich mal, du kaufst dir ein Spiel ab 18, dein Konto muss verifiziert sein, dass du 18 bist, musst eine Personalausweisnummer eingeben. So, ist diese nicht verifiziert, also wirklich echt, funktioniert es nicht. Das steht dann auch da. Und deswegen wird gesagt, beispielsweise auf der Seite und auch in den Kommentaren unter dem Video, dass man mehrere ausprobieren soll. Ihr werdet also irgendwann die Daten eines echten Menschen haben, die dann funktionieren und begeht damit eine Straftat. Ihr benutzt Daten anderer Leute,
um irgendwas zu kaufen oder euch das Recht rauszuholen, dass ihr euch das Spiel überhaupt kaufen dürft, weil ihr vielleicht noch gar keine 18 wart oder. Und benutzt dafür Fake-Daten, was erstens mal verboten ist und zweitens mal können euch die Leute dafür auch anzeigen, die den Daten wirklich gehören. Also tut euch selber einen Gefallen und benutzt diese Daten gar nicht erst. Lasst es einfach, denn ihr macht euch damit nur selber fertig. Wir gehen jetzt gleich mal nochmal auf die Seite von fakeit.to und lesen uns mal die rechtlichen Hintergründe an und wie fakeit.to sich dabei absichert, um euch auch zu zeigen, dass das, was ich gerade gesagt habe, weder Humbug ist noch gelogen oder so, dass es alles der Realität entspricht, und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Los geht's. Ja, Leute, ich befinde mich hier auf fakeit.to und bevor wieder irgendein Klugscheißer ankommt, ich hab den linken Daumen bloß angekopiert. Aktualisieren wir einfach mal die Seite, damit ihr das seht. Wir sind natürlich wirklich auf fakeit.to hier auf der Seite. Ihr könnt euch die Daten generieren lassen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil ich das nicht unterstützen möchte. Wir gucken uns bloß die Hinweise hier unten an. Die E-Mail-Adresse ist einfach aus Vorname, Nachname, bla 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 generiert. Der Name sowie das Geburtsdatum sind frei generiert. Infos dazu gucken wir uns nicht an. Genauso wie die Infos zu den Bankkarten gucken wir uns hier auch nicht an. Wir gucken uns direkt das Rechtliche an. Denn dieses Rechtliche widerspricht nämlich dem, was Ruin Reserve vermitteln will und auch einige Kommentarschreiber in der Kommentarsektion unter dem Video von Ruin Reserve. Gucken wir uns mal das Rechtliche an. Natürlich im Punkt 1 steht direkt, wir übernehmen keinerlei Verantwortung für das Handeln der Besucher unserer Webpräsenz. Webpräsenz heißt übrigens Webseite. Also wenn ihr jetzt hier noch öfters mal Webpräsenz lest, das heißt Webseite. So, Punkt 2 sagt, diese Webpräsenz lässt auf eigene Verantwortung Daten generieren. Jedoch sind diese Daten frei generiert beziehungsweise erfunden. Somit ist ausgeschlossen, dass einer der generierten Personen Schaden davon trägt. Bullshit. Da kann ich gar nichts anderes zu sagen. Das ist Bullshit. Sollte sich jedoch eine private Person in den generierten Daten wiederfinden, so bitten wir diese, uns zu kontaktieren. So eine private Person könnte nur sich melden bzw. Beschwerde einreichen oder Anzeige bei der Polizei machen, wenn der Name passt, das Geburtsdatum passt, Geburtsort und die Adresse passt, weil dann ist es ja die Person, höchstwahrscheinlich. Also frage ich mich, wie sowas passieren kann, dass zufällig dieselbe Adresse ist bei dem richtigen Namen plus das richtige Geburtsdatum, was sehr individuell ist, sage ich mal, für jeden Menschen. Aber okay, den jeweiligen Eintrag werden wir natürlich schnellstmöglich entfernen. Der Rest von Punkt 3 geht an Firmen und andere Webseiten. So, jetzt kommen wir zu Punkt 4, der am interessantesten ist und auch das Ganze von Ruin Reserve und den Kommentarschreibern widerlegt und eigentlich auch die eigenen Aussagen aus Punkt 2 beispielsweise widerlegt von der Webseite. Alle Daten, die Sie auf dieser Webseite finden, können anderweitig genauso gefunden werden. Das ist richtig. Wir verweisen hiermit auf die Internetseite des Chaos Computer Clubs. Auf diese Seite möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil diese Seite meiner Meinung nach hochkriminell ist, aber da sagen wir nichts weiter zu. Genauso öffentlich sind alle anderen Daten im Internet zu erhalten. Infolgedessen ist auf dieser Seite keinerlei illegaler Inhalt zu finden. Das ist auch richtig, denn dieser Satz ist leider Gottes auch rechtlich abgesichert. Das ist nämlich eine relative Grauzone bzw. schwer nachzuverfolgen, denn jeder Mensch unterschreibt öffentlich, wenn er bei Amazon was macht, dass die Daten weitergegeben werden können und da und bei eBay und bei Facebook, also eure Daten werden sowieso überall weitergereicht. Das ist ja schon lange kein Geheimnis mehr, ja? Heißt also, dass sie sich damit absichern. Aber am interessantesten ist dieser Satz. Alle Daten, die sie auf dieser Webpräsenz finden, können anderweitig genauso gefunden werden. Jetzt frage ich mich, wie soll etwas frei erfunden sein bzw. generiert sein, wenn man diese Daten, wohlgemerkt alle Daten, überall anders finden kann auf anderen Internetseiten? Denn kann das ja gar nicht frei generiert sein. Aber das verstehen viele achtjährige Kinder natürlich nicht und auch einige Jugendliche nicht. Ich hoffe für euch, dass ihr an diesen Punkten, die ich euch jetzt hier aufgezeigt habe, verstanden habt, was ich damit sagen will und dass das, was Ruin Reserve hier betreibt, einfach nur Aufforderung zu kriminellen Handlungen ist, weil damit begeht ihr eine Straftat, Jungs. Ihr begeht damit eine Straftat. In dem Sinne verabschiede ich mich an diesem Punkt und hole jetzt noch einen Clan-Kollegen mit dazu, einen meiner Member, der dieses Thema gar nicht mitverfolgt hat. Ich zeige ihm jetzt diesen Videoausschnitt bis hierher, was ihr gerade auch gesehen habt, und dann hören wir mal, was er dazu sagt. Also, rein in die Olga.
Jo Leute, ich habe den Patrick mal mit dazu geholt. Er hat sich das Ganze gerade zum ersten Mal angeguckt, war in dem Thema noch gar nicht drin und wird wahrscheinlich auch immer noch nicht ganz drin sein. Aber wir wollen einfach mal hören, was er dazu sagt. Also, ich gönne dir die Worte, Patrick. Jo, erstmal Mahlzeit an alle Zuschauer und Props an Kev, dass er mich, gebeten ist jetzt das falsche Wort. Er hat mich nur gefragt, ob ich was dazu sagen will. Und wenn ich die Gelegenheit habe, irgendwo meinen Senf dazu zu geben, dann lasse ich mir natürlich nicht zweimal drum bitten. Also ich habe vorweg zu sagen, ich habe mich mit dem Thema Null befasst. Ich weiß, dass es dir den Kanal gibt. Ich weiß auch, was die für Sachen machen und finde es nicht gut. Und eben, weil ich das weiß, befasse ich mich halt mit solchen Leuten nicht, weil ich weiß nicht, ich gönne denen das einfach nicht, die Aufmerksamkeit, auch wenn ich jetzt nur ein einzelner Zuschauer bin, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aber als mir Kev dann darüber davon erzählt hat, mit dem Auffordern, dass die Leute sich Fake-IDs erstellen sollen, damit sie sich einen kostenlosen Fortnite-Skin machen, da dachte ich dann auch, ja, erstmal fett Props an ihn, dafür, dass er sowas macht. Naja, was soll ich dazu sagen, Alter? Es ist auf jeden Fall eine mega krasse Minusaktion so von ihm. Eine von vielen. Von sehr vielen. Aber das ist jetzt halt so das krasse oder die krasseste Minusaktion von ihm. Weil er, wie Kev euch bestimmt schon oder wie ihr bestimmt gesehen habt, dass Kev euch das erklärt hat, es ist halt eine Straftat. Aber das Ding ist halt, ich denke mal schon, dass er sich dessen bewusst ist, dass seine Zuschauer großteils so zwischen, naja, sagen wir 8 und 15 Jahre alt sind. Ja, könnte schon passen, ja. Ja, ist halt so die Fortnite-Zielgruppe so. Und dementsprechend sind sich gefühlt, oder was heißt gefühlt, meiner Meinung nach ist sich von denen keiner bewusst, was sie da machen. Oder ist sich der Risiken bewusst, die da mit der Aktion mitkommen. Weil im Endeffekt, wenn die dafür erwischt werden, dass sie sowas machen, im Endeffekt machst du dich ja damit strafbar, wenn du andere IDs klaust. Ja, nicht nur das. Naja, ich will da jetzt nicht allzu groß drauf eingehen, sondern aber halt, man macht sich halt strafbar und im Endeffekt machen die Leute sich strafbar, die es dann im Endeffekt machen. Das juckt dann die Polizei oder sonst wen, es juckt die ja nicht, wenn ihr denen dann sagt, ja nö, der hat es aber gesagt, dass man das so machen kann. Aber ihr müsst euch mal überlegen, Alter, für einen scheiß Fortnite-Skin sowas zu machen. Stell mal vor, ihr werdet erwischt. Ihr seid wahrscheinlich alle minderjährig, also werden eure Eltern dann dafür belangt. Punkt, ja genau, das ist es. Im nämlich. Großteil. Und wofür? Für den beschissenen Skin, Alter? Und ihr denkt euch vielleicht, dass das so eine Strafe ist, wie ihr dürft mal nicht rausgehen oder so. Wie gesagt, eure Eltern können dafür in Knast. Erstens das, zweitens können eure Eltern, Knast ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine Geldstrafe und die hat sich auf jeden Fall gewaschen. Da sind wir jenseits von 1000 Euro, da können 2000, 3000, 5000 und noch mehr bei zusammenkommen. Ihr glaubt gar nicht, wie hart Deutschland oder generell das deutsche Rechtssystem Leute bestraft, die im Internet oder generell, was sowas angeht, bestrafen. Wir brauchen bloß mal in die Richtung Finanzen gucken und das geht um Finanzen. Ich kann mir dabei auch vorstellen, dass das nicht nur dafür benutzt wird, dass man sagt, oh geil, ich hole mir jetzt einen kostenlosen Skin, weil ich benutze jetzt mal die Bankdaten von irgendeiner erfundenen Person, die nicht erfunden ist und kauft mir davon erstmal die für 1000 Euro, sage ich mal, Spiele oder so, oder ihr kauft euch für 1000 Euro V-Bucks. Lasst das mal einen 8-Jährigen machen. Derjenige, wo das denn funktioniert hat, sieht das auf seinem Bankkonto, wo das hingegangen ist, kann nachfragen bei der Bank, wem das gehört, das muss dann auch irgendwann rausgerückt werden. Ob es jetzt nun die Bank rausrückt oder die Polizei dann rausfindet, ist eine andere Sache. Aber ihr werdet auf jeden Fall derjenige sein, derjenige ist, der bestraft wird. Das juckt dann Ruin Reserve nicht. Die haben ohne Grund im Video nicht gesagt, an der Stelle darf ich nicht sagen, wie die Seite heißt. Die wissen ganz genau, dass sie sich damit auf Glatteis begeben. Trotzdem dann noch aufzufordern, dass die Leute, die es wissen, das in die Kommentare schreiben sollen, das ist eine Tatsache, die ich als sehr verwerfungsvoll sehe, weil so alt zu sein, ich weiß nicht, wie alt der Chris ist, aber der Devo, der den Kanal führt, beziehungsweise der Besitzer des Kanals ist, muss ja über 18 sein, sonst kann er keine Einnahmen generieren mit YouTube.
Gehen wir einfach mal davon aus, dass er über 18 ist, dann sollte er eigentlich so intelligent sein, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, dass er genau sowas nicht fördert. In dem Sinne verabschiede ich mich, waren meine letzten Worte zu dem Thema. Ich hoffe, ihr wisst etwas besser Bescheid über das Thema. Könnt gerne natürlich einen Kommentar da lassen, könnt auch gerne in der Kommentarsektion drüber diskutieren. Like, Dislike ist natürlich auch gerne gesehen. Wenn ihr meint, ihr seid intelligenter und wisst, dass es keine Straftat ist, dann könnt ihr das natürlich auch gerne disliken. Abo könnt ihr auch gerne da lassen. In dem Sinne verabschiede ich mich. Haut rein und ciao.